Servus Burschen, wir sind heute wieder back in der Werkstatt. Heute Projekt Blueprint, Folge Nummer 11. Heute wird es wieder spannend. Ich hoffe, ihr habt alle letztes Mal die Rezo vs. RS-Zigarre gesehen. Heute tags, was kommt heute drauf? Heute ist wieder ein Vergleich am Programm, gell? Aber was vergleichen wir heute? Kommt ein großer Schritt. Heute kommt der Vergaser. Heute kommt der Bing-Vergaser oben, der Originale. Ja. Und wird ersetzt gleich durch einen 21er Polini. Polini. Das heißt, das wird jetzt nochmal eine andere Klasse. Jawohl, und wir haben da wieder das Projekt Blueprint. Langsam kennen sie schon wirklich alle. Wir haben schon mittlerweile den Athena 70 Kubik aufgebaut, haben eine KTM-Kupplung eingebaut, haben die Rezo-Zigarre auf da. Und wie gesagt, heute kommt der Polini 21er Vergaser. Und ich würde sagen, Dax, ich schwenke wieder die Kamera, du zeigst wieder den Vergaser her. Ja, bis jetzt haben wir oben gehabt einen 15er Bing-Vergaser. Mehr oder weniger original mit dem Aussagstutzen auch dafür, was es beim Buchshop gibt. Der Dax hat da schon, wie man sieht, die Schrauben gluckert. Wir haben auch einen neuen Aussagstutzen, glaube ich, gell? Ja, der einzige, glaube ich, der was halbwegs da passt. Ja. Auf die Maxi rauf. Das ist der 21er Polini-Vergaser. 21er Polini. Kann man den vom Buchshop gibt es zum Kaufen. Ja. Oder einfach einen Silikonschlauch mit den richtigen Dimensionen. Ja, und dann haben wir noch zusätzlich zu dem 21er Polini und zu dem Aussagstutzen habe ich auch noch auf Buchshop organisiert den Athena Luftfilter. Der passt direkt auf den Vergaser. Passt auf den Anschluss drauf und da ist ein bisschen so ein Flächel, wo man wahrscheinlich mit dem Fuß zubekommt oder was, gell, dass man nicht zudrückt oder was. Gell. Ja, ja. Jawohl, und das werden wir da heute aufbauen. Dann würde ich sagen, Dax, starten wir, oder? So, Dax, düsenmäßig, was bauen wir da ein oder was ist standardmäßig drin eigentlich in den Vergaser schon? Schauen wir mal rein, was drin ist. Jawohl. Da haben wir standardmäßig leider nichts beschriftet. Okay. Aber hier steht schon mal. Ein 100er. 100er ist automatisch drin. Alter, ist das nicht zu groß? 100 Oktan. 100er könnte jetzt schon ums Gespür zu groß sein, gell? Also, ums Massive für den Standardzylinder da. Glaube ich auch, gell? Sollen wir es gleich auswechseln? Ja, machen wir mal 80 rein, oder? Beim Wannerball ist nichts weiter, kein Comeback heute in den neuen Jahren, oder was? Ist oben hauen. Haus oben! Was gibt's Neues beim Wannerball ist nichts, was sagst du, 70er Düsen? Ist klar. Ist klar? Na sicher. 80? 88. 88? Ja. Okay. Was haben wir jetzt zum Starten rein? Zum Starten haben wir ein 84er besser. Das Große ist das Glas, wie so immer. Ja. Zum Starten. Stift wurde rein. Okay. Was ist da? Du machst das gerade im Prank dann eben bei, oder? Aber kommt der Bing endlich runter? Bing aber? Der Bing ist im King. Der Schlag, der Schlag, der Schlag! Ja, du hast eh gleich um die Konze, weil der hängt ja nur auf der geschwarzen Zigarre nochmal. Meiner, du hast mir einen Scheitag verkauft, um das teure Geld, oder das 15 Mal runtergeflogen, hab ich gehört schon, was der für Töne hat. Normal gehört der reklamiert, wird sogar locht, oder? Das gehört unten normal fürs Kondenswasser, das Eierbären, gell? Das läuft? Ja. Habt ihr nicht alle an der Tüte, oder was? Auf das haben wir nicht mehr geschafft, nachdem er das dritte Mal runtergeflogen ist. Du musst das so schneiden, oder? Der ist hier, wenn man immer aufpasst. Oder was ist denn da, King? Schau das nicht alles an. Schneider, du sollst dein Ding bist du nicht erhocken. Schneider, du Hure. Er ist da unbeleidigt für den Schneider. Er sagt, das ist ein schwerer Monkey, das Moped. Der war für einen Sattelreiter, was. Scroof, the best. Was ist das? Ich weiß auch nicht. Scroof? Verwendest du das beim Wannerfall? Ist ja eine ganze Schachtel auf einmal immer. So schaut das da aus, ohne Vergaser drauf, ohne Aussagstutzen. Ist der gebortet oder gemordet? Der ist gemordet. Heute schon gemordet. Das war der alte Aussagstutzen. Das wird der neue. Für den Vergaser. Wenn der Aussagstutzen schon montiert, ist das ohne Probleme gegangen? Oder muss man da was bearbeiten? Mir hat auf Instagram nämlich einmal einer geschrieben,
dass ich den bearbeiten werden müssen. Das ist aber eigentlich ein Hurret oder jetzt mit dem. Okay. Ja. Der Fahrgaser, der wird dann nachher anstehen. Aha. Sollte man vielleicht irgendwas dazwischen legen. Schau auf den einmal an. Ja, ein wenig russisch, dass das ein wenig schief ist. Okay. Da wo ein Arschlag hängt, steht unten an. Steht unten an? Also mit deinem geht das einmal nicht, sagst du, mit der Schlauch. Ja, das ist ein Scheiß, das gibt alles so los, das hängt nachher so labrig um. Okay. Wie ein Halbsteifer. Das gehört. Oh, das gehört irgendwie gekürzt, haben wir immer so lange angehört. Ja, mach mal jetzt. Hälfte genügt, gell. Also was nimmst du da jetzt? Das ist ein Silikon von Schlauchland, 24D. Aha, cool. Auf Amazon gibt es zwar einen billigeren, aber die sind nachher mutsteife und der ist wenigstens ein wenig flexibel. Jawohl. So, mit dem Silikonschlauch ist das jetzt passend, oder? Jawohl, das schaut gleich viel massiver aus als. Ja, insgesamt steht es drinnen wahrscheinlich auch schöner Zaum, oder sogar? Mhm. Jawohl. So schaut das einmal aus jetzt vorerst. Schaut gleich irgendwie ganz anders aus wie ein anderer Motor, gell? Stärker, hä? Ja, voll. Die Luftfilter schaut auch geil aus. Ein Phantomschmerz, glaube ich. Und Dax, was erwartest du jetzt? 80. 80 km/h? Ja. Ja. So, der Leute, der Vergaser ist einmal aufgebaut. Was haben wir letztes Mal für Werte gehabt? Wir sind letztens gefahren um die 68 km/h, haben uns um eine Sekunde verbessert auf 9,18, glaube ich, gell, Dax? Mhm. Auf 100 Meter und Drehzahl weiß ich jetzt gar nicht aus, wenn ich erkennt es eh im letzten Video nachschauen. Wir werden jetzt probieren, ob es anspringt mit dem Vergaser, oder? Ja. Und dann werden wir die Werte neu vermessen gehen. Tolle Joker. Tolle Joker. Alter, Vergaser, Alter, das ist ein Wahnsinn. Das ist das meiste, was bis jetzt das ich da hat, glaube ich, unterschiedsmäßig. Mhm. Richtig, dich spürst, Alter. Weil wir müssen das probieren, was der Unterschied ist, Alex. Ja. Das heißt, hör auf und aus, oder? Ja, aber ich brauche eine Jacke, Alter, das ist so bärig schon wieder. Und dann das Grupp brauchen wir auch. Du, was sind heute die Werte? Glaubst du mehr Höchstgeschwindigkeit? Ich hab dir vorher gesagt, was ich glaube, was gibt. Sag nochmal. Ich sag ein 80er. Du sagst ein 80er? Ja. Nein, 80, so zuversichtlich bin ich nicht, aber ich schätze 75, 76. Okay. Obwohl, ich bin so nicht, das sag ich dir. Ich sag 75. Aber was ist deine Prognose auf die 100 Meter? Die 100 Meter? Ich glaube auch nein. Ein bisschen was. Nein. Ich sag 9 geradeaus. Ja. Hört sich gut an. Ja, passt. Starten wir, oder? Mhm. Ja,
Beste Viere? Ja, Bursche. Aber ist einmal deutlich besser, das ganze Moped. Das spürt sich alleine immer viel besser an, Alter. Das nimmt das Gas mehr, Alter. Das, wie soll ich sagen, Alter? Das, tut, das macht schon mal das Geräusch wie bei unserem Rennmaxi, Alter. Das ist schon mal ganz was anderes. Lauter ist aber auch einiges, glaube ich, Alter. Allein wenn ich Vollgas gebe, macht das ein Geräusch, Alter. Aber ich glaube, es ist mit der Düsen passt noch nicht ganz. Max macht sich mal bereit für das Ganze. Das geht ganz anders. Leer. 71. Es stehen ja nur 71 da. Was? 71. 71? Ja. Ich fahre jetzt da gleich raus und fahre Vollgas rein. Ja. Ja.
steht einfach an. Da geht nichts mehr. Und so richtig aus daran tut es eigentlich nicht. Das ist der Auspuff, das ist das. 73, okay. Ja, aber das ist, jetzt haben wir 73 und wenn wir da den Auspuff noch ein bisschen verändern, das traut einfach nicht so aus, weil das tut einfach, das steht auch mit den Auspuff tut. Das ist wie ein Ding, wie eine Wand. Du musst mal arbeiten, du bist so bärenkalt, das scheiß mir gleich an. Willst du es noch probieren? Hä? Willst du es noch probieren? Okay, Burschen, Borini 21er Vergaser ausführlich getestet. Ab jetzt ist es aber kein Alltagsmaxi mehr, gell, wie es jetzt ausschaut, oder? Nein, das hat sich jetzt verbessert. Ja. Vorher war das ein wenig so ein Schrotthaufen. Ja. Immer geschäbert, aber jetzt mit dem Vergaser rennt das wieder pipi fein. Ja, Wahnsinn. Jawohl, Burschen, Dax Factory. Gibt es, lasst es noch keine Ruhe nicht, oder was? Okay. Schaust du nach? Gibt keine Ruhe. Also, wir haben jetzt geschafft, 73 km/h. Die Beschleunigung war um einiges besser. Wir haben jetzt eine 8,93 gebraucht, aber mit schlechterem Wind als letztes Mal, Dax, gell? Ja, da war eigentlich so fuhren seitlich, gell? Ja, und von dem her war das einmal sehr erfolgreich. Man merkt richtig einen Unterschied. Lauter ist halt auch, das täuscht vielleicht nachher. Das tut noch sein letzten Dings dazu, dass es halt lauter ist. Bin richtig derisch geworden. Aber kann man noch empfehlen, größerer Vergaser, Polini-Vergaser ist sicher auch ein Unterschied. Tut sowas drauf, dann habt ihr gleich viel mehr Leistung. Ich habe das eh schon prophezeit gekriegt, Dags, gell, vom Gernot Zizek. Mhm. Der hat uns das letztes Wochenende schon gesagt, dass wir sehen werden, dass da mehr geht. Ja, und jetzt fällt euch nur mehr eins, Dags, MVD-Zündung. Mhm. Wird demnächst, muss ich erst bestellen auf Buchshop. Werden wir nachher noch reinhauen und dann haben wir das Setup einmal so vollständig und dann gehört das nur mehr angestimmt. Dax, machst du eine Ankündigung? Was auf den Markt kommt? 1. Mai. 1. Mai? 1. Mai gibt es noch 1. Ist bald, wieder passt es von an. Ich glaube, es ist 1. Jänner, aber... Maibaum, glaube ich, werden wir zwar keinen holen, aber... 1. Mai, Österreich, Tag der Arbeit, Österreich Edition gibt's. Jawohl. Made in Austria. Okay. Kauft es da alle www.daxfactory.com. Im Shop wird es dann die Anreise geben in Österreich aufgeliefert. Ansonsten super, dass ihr alle wieder dabei wart. Nächste Woche kommt wahrscheinlich eine Desaufbuch-Maxi-Folge. Und sonst ist nicht mehr zum sagen, bleibt dabei. Es wird weiterhin spannend. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.